Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Frische Filme hier bei Fred Carpet. Heute leider in der Allergie-Edition. Ich entschuldige mich im Vorwege schon mal dafür, wenn ich im Laufe der Sendung ein wenig schniefen sollte. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen im Griff. Jedenfalls, das ist die Begründung dafür. Ich bin nicht krank. Es wird eine super Ausgabe heute, das kann ich euch versprechen, denn wir haben einige interessante und spannende Filme im Petto. Und wir beginnen mit einem super gruseligen, nämlich mit dem Remake zu Friedhof der Kuscheltiere, einem Klassiker von Stephen King. Schaut euch erstmal ein paar Bilder aus dem Trailer an und dann verrate ich euch, wie der Film geworden ist. Ellie hat heute im Wald einen ganz besonderen Ort entdeckt. Den Friedhof der Kuscheltiere. Dort kann man Haustiere beerdigen und um sie trauern. Das muss dir aber keine Angst machen. Es ist völlig natürlich. Genauso natürlich wie der Tod. Friedhof der Kuscheltiere ist jetzt innerhalb kürzerer Zeit der zweite Film nach einer Vorlage von Stephen King, der fürs Kino neu geremaked wurde. Wir haben ja vor 2 Jahren S gehabt, beziehungsweise den ersten Teil. Der zweite kommt noch in diesem Jahr in die Kinos mit ordentlicher Starbesetzung. Und jetzt haben wir eben Friedhof der Kuscheltiere, der mindestens eine genauso gute Starbesetzung hat. Wir haben nämlich Jason Clarke in der Hauptrolle des Vaters, der ja im Original wie auch hier eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und wer die Geschichte nicht kennt, obwohl sie eigentlich ein Klassiker ist, es geht um eine Familie, die mehr oder weniger aufs Land zieht und in ein Haus zieht, das an einer sehr vielbefahrenen Straße liegt, wo schon öfter Tiere überfahren wurden. Und das Ganze ist für die Familie durchaus ein Problem. Das viel größere Problem liegt aber hinter dem Haus, denn dort liegt ein sogenannter Pet Cemetery, also ein Kuscheltierfriedhof. Dort haben Kinder schon seit Jahrzehnten, irgendwie, es hat schon eine relativ längere Tradition, vergraben da Kinder ihre toten Haustiere. Und man sagt sich, dass ab einem bestimmten Teil dieses Friedhofs, wenn man da Totes vergräbt, dass es eben wiederkommt. Und es passiert, was passieren muss. Zunächst wird die Katze der Familie überfahren, was der Vater, weil er sei eben nicht sehen kann, wie seine Tochter über dem Tod der Katze leidet. Beziehungsweise er wüsste, sie würde leiden. Deshalb, bevor sie von einer Reise nach Hause kommt, macht er eben genau das und vergräbt die Katze dort. Und die Katze kommt in einem etwas anderen Zustand wieder. Und ein ähnliches Vorgehen plant er, beziehungsweise tut er dann noch in einem anderen Kontext. Wer das Original nicht kennt und noch nie von der Vorlage gehört hat, ich werde jetzt nicht mehr verraten, auch wenn es eigentlich mittlerweile fast Allgemeinwissen ist, was dann passiert. So oder so, ich kann schon mal sagen, ich finde allein die Vorlage von Friedhof der Kuscheltiere aus dem Jahr 1989, da ist die erste Verfilmung erschienen, die finde ich okay. Ich habe sie mir im Vorfeld des Remakes jetzt nochmal angeguckt und habe gemerkt, gut, viele Aspekte in dem Film funktionieren mittlerweile nicht mehr so extrem, weil man eben Untote und so weiter, das ist ein Thema, das hatte man eben halt einfach, ist mittlerweile so in der Popkultur angekommen, das kann einen heutzutage nicht mehr schocken. Was dagegen funktioniert immer noch heutzutage, ist einfach der Familiendrama-Aspekt. Und denn das Ganze ist schon ein Film auch über Verlust, wie man Verlust verarbeitet und innere Spannung innerhalb der Familie, Traumata aus der Vergangenheit. Das sind alles so Themen, die ins Original schon mit reingespielt haben. Und das ist jetzt beim Remake auch schon zum Teil so, wobei man sagen muss, das Remake geht einiges kürzer. Das heißt, gewisse Aspekte können da einfach gar nicht so aufgegriffen werden. Und auch ansonsten ist der Film okay, denn irgendwie ist so ein bisschen das Problem, dass man halt merkt, die Sehgewohnheiten haben sich geändert und so ein klassisches Drama mit Horrorelementen, das kriegt man heutzutage nicht mehr so hin, dass auch jüngere Generationen an Horrorfilmfans wahrscheinlich ins Kino gehen, was ein bisschen schade ist, weil das kriegt man ja so mit, wenn man sich Filme anschaut oder so die Berichterstattung anschaut um Hereditary oder, weiß ich nicht, Us oder all diese neue Horrorwelle, da hat man immer so bei den Zuschauern oder immer mal so den Eindruck, okay, die wollen aber schon diese klassischen Schocks und die wollen diese klassischen Jumpscares. Und da haben sich die Macher vom Friedhof der Kuscheltiere Remake tatsächlich so ein bisschen dran orientiert, weil wer das Original kennt, der weiß, so viele Jumpscares hatte der nicht. Und jetzt hier im Remake ist es so, der hat schon einige Jumpscares und auch so welche, wo man denkt, hey, warum macht ihr denn mit gewissen Dingen aus der Vorlage hier so willkürlich, warum
interpretiert ihr die so willkürlich, was irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Und das ist wirklich schade, weil wenn man sich daran erinnert, da ist zum Beispiel die Mutter, die ja, die Wahnvorstellung hat von ihrer damals todkranken Schwester, wie die damals auf dem Sterbebett lag und was für Bewegungen, Geräusche und so weiter die gemacht hat. Das hat die Mutter eben immer im Hinterkopf gehabt. Und dadurch, dass das immer so, das war so wenig, das hat zwar so ins Mark getroffen, aber eher so durch die Details. Und jetzt im Remake hat die Mutter auch diese Vision, aber die gehen viel mehr, die sind viel reißerischer, die sind viel effekthascherischer. Das sind so diese typischen Jumpscares, die es aber eben halt nicht braucht. Und auch ansonsten, der Film folgt schon sehr dem Schema klassischer Horrorfilme. So Elemente aus, die halt eben im Original schön funktioniert haben, die werden hier, ja, zugunsten von Effekthascherei eben aufgegeben. Und ich meine, er verändert einen Zent also er verändert einige zentrale Details aus dem Original. Welche genau, möchte ich halt eben jetzt nicht darauf eingehen. Und das macht er auch sehr geschickt, weil er an einigen Stellen schon mit der Erwartung spielt, okay, der Zuschauer weiß, was als nächstes passiert. Aber er macht eben nicht genau das Gegenteil, sondern er entscheidet sich für einen anderen Weg. Das ist schon charmant, aber so im Großen und Ganzen fehlt da einfach so diese emotionale Durchschlagskraft, die das Original hatte. Und deshalb würde ich sagen, man kann sich das Remake angucken, vielleicht gerade so als jemand, der das Original nicht kennt und nicht weiß, was verändert wurde und so weiter. Aber jemand, der halt wirklich eine originalgetreue Neuauflage erwartet, beziehungsweise erwartet, dass der Film Ähnliches erreicht wie das Original, der wird hier, denke ich mal, enttäuscht werden. Dafür spielt Jason Clarke wirklich gut. Generell ist der Film einfach stärker gespielt als das Original, der ja immer so ein bisschen damit probiert oder zu kämpfen hatte, dass die Darstellerleistungen nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei waren. Im Großen und Ganzen okay, aber so super gruselig, wie im Trenner angekündigt ist, das Remake von Friedhof der Kuscheltiere leider nicht. Manchmal ist es besser, tot zu sein. Ich halte es nicht mehr aus, Claude. Ich will jetzt sofort nach Hause. Wir sind ja bald da, Cherie. Gunn, riechst du nicht die Kuhfladen? Endlich lebe ich wieder. Was erzählen wir Ihnen über die Reise? Lass mal, ich mach das schon. Schön politisch korrekt. Aber ja, doch, selbstverständlich. Die Ankunft am Flughafen in Tel Aviv werde ich nie vergessen. 4 ganze Stunden Leibesvisitation. Ich dachte schon, die beschneiden mich. Das schockiert dich doch nicht, Davi. Ich bin ab sofort gegen politische Korrektheit. Einmal Arschkriecher, immer Arschkriecher. Es gibt nichts Besseres als unser wunderschönes Land, um das süße Leben zu genießen. Offen gestanden haben Odile und ich entschieden, dass wir nach Israel gehen. Schau und ich, wir gehen nach China. Und wir nach Algerien. Lieber Himmel, wir gehen nach Bombay. Mhm. Warum ausgerechnet Bombay? Ich mache Karriere in Bollywood. Ihr habt es ja gerade schon gelesen. Super ätzend ist natürlich ein ziemlich niederschmetterndes Prädikat, aber leider lässt es sich im Falle von Monsieur Claude 2 nicht anders sagen. Kurz angerissen, worum es geht. Monsieur Claude 2 ist natürlich die Fortsetzung von Monsieur Claude und seine Töchter, einem ziemlich, ich sag mal, ja, doch schon Überraschungshit, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, wo er so um die 4 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt hat. Ich glaube, es war ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, irgendwie so in dem Bereich. Und damals schon war es so ein bisschen schwierig abzuschätzen, inwiefern der Humor der Inszenatoren jetzt eigentlich so gewollt ist, wie er rüberkam. Es geht eben um, oder es ging im ersten Teil um Monsieur Claude, einen, ja, Rassisten und mit Vorurteilen nicht geizenden Franzosen, der damit konfrontiert wird, dass seine Töchter allesamt, ja, Ausländer heiraten wollen. Und im Zuge dessen musste er sich mit den verschiedenen Nationen seiner Schwiegersöhne in spe auseinandersetzen, was Anlass gegeben hat, wirklich einen blöden Spruch nach dem anderen vom Stapel zu lassen. Manchmal so ein bisschen unterwandernd auch, so von der Handlung her, sodass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt halt hier diese Hauptfigur, die rassistisch denkt und die auch überhaupt nicht damit hinterm Berg hält. Also die wirklich sehr, sehr offensiv immer wieder gegen die Ausländer angeht. Aber die Macher haben es damals noch wenigstens so ein bisschen geschafft, auch aufzuzeigen, wie blöd er ist in seinem Denken und es am Ende halt hinbekommen zu zeigen, okay, diese Person hat sich geändert.
Und trotzdem war damals schon so ein bisschen schwierig. Ich war in einer regulären Vorstellung unter anderem und kenne dieses Phänomen auch von anderen, die mir davon erzählt haben, dass der Film auch durchaus dazu einladen kann, zu lachen auf eine Art und Weise, die so, glaube ich, nicht angebracht ist. Also halt die Hauptfigur darin bestärken, dass sie das Richtige sagt. Und diese Mentalität, diese, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, Mentalität, die hat sich halt in diesem Film so ein bisschen manifestiert. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Danach kam von dem Regisseur Philippe de Chauveron ein zweiter Film, der hieß Hereinspaziert, der das Ganze noch viel, viel schlimmer gemacht hat und diesen doppelten Boden gar nicht mehr hatte. Also wo man dann wirklich dachte, okay, er macht hier wirklich einen Film für die Generation AfD oder wie man das nennen möchte. Und diesen Eindruck der Film, beziehungsweise Monsieur Claude 2, ist jetzt so angelegt zwischen beiden. Man weiß nicht, ist das, was ihr macht, gerade, ja, denkt ihr nicht genug nach oder meint ihr das wirklich gerade so? Denn es geht in Monsieur Claude 2, wir haben eben Monsieur Claude und seine Mutter, die am Anfang des Films in die verschiedenen Länder reisen, wo ihre Schwiegersöhne herkommen. Und man denkt, ah cool, okay, der Film setzt da an. Die wollen sich jetzt weiterhin mit den fremden Kulturen auseinandersetzen. Jemand, der sehr, sehr lange sehr rassistisch war und jetzt auf diese Art und Weise versucht, damit umzugehen. Das ist ja wirklich charmant und das ist wirklich nett. Das Problem ist, man merkt halt schon relativ zügig, dass es eben in eine ganz andere Richtung geht. Also der Film hat so als zentrales Thema, dass die Schwiegersöhne mit ihren Frauen allesamt wieder zurück in ihr Heimatland gehen wollen, beziehungsweise raus wollen aus Frankreich. Es gehen nicht alle dahin zurück, wo sie herkommen. Und das will Monsieur Claude jetzt halt verhindern, beziehungsweise er will nicht unbedingt verhindern, dass seine Schwiegersöhne weggehen, sondern vor allem halt, dass seine Töchter nicht weggehen. Und das ist der zentrale Punkt. Und um anzusetzen an das Thema, was ich gerade ansprach, er ist eben in diesen verschiedenen Ländern, kommt dann wieder zurück. Das Problem ist, da macht der Film halt überhaupt nichts draus, denn man hat so ein bisschen den Eindruck, der hat alles wieder vergessen, was er im ersten Teil gelernt hat, nämlich die Minimalanforderungen an Toleranz. Und es geht wirklich Schlag auf Schlag, ein rassistischer Ausruf nach dem anderen. Es geht so auf, also es ist so eine Schlagzahl an vermeintlichen Sprüchen und Gags, dass überhaupt niemand dahinter kommt, ihm Paroli zu bieten. Und das ist eben das Problem. Ab sofort schlägt sich der Film so vollständig auf seine Seite und generiert vermutlich auch bei so gewissen Teilen des Publikums gewisse Lacher. Aber das ist ganz schön gefährlich, weil hier niemand, also es wird nie unterwandert. Es bleibt einfach im offenen Raum stehen. Und deshalb kann man darüber lachen, wenn man diesen Humor teilt. Aber wenn man diesen Humor teilt, dann hat man schon ein ziemliches Problem. Der einzig positive Aspekt ist, oder das sind die Darsteller der Schwiegersöhne und der Töchter, weil die teilweise so trocken ein ähnliches Verhalten an den Tag legen, wo man sich mit viel, viel gutem Willen daran machen könnte, zu sagen, okay, ihr wollt gerade zeigen, dass die anderen genauso sind. Also die Aussage des Films könnte sein, wenn man wirklich sehr, sehr tief gräbt, dass jeder rassistisch ist. Ich frage mich nur so ein bisschen, ob man heutzutage, gerade in Anbetracht der weltpolitischen Angespanntheit, ob man einen Film wirklich machen muss, wo am Ende die Aussage ist, jeder ist rassistisch. Kann man drüber streiten, wer Monsieur Claude und seine Töchter mochte, der findet vielleicht auch in irgendeiner Form hier so seine Punkte, wo er sich abgeholt fühlt. Vielleicht ist der Humor so sein Ding. Wie gesagt, man konnte in Monsieur Claude und seine Töchter, da war der Film noch nicht hundertprozentig auf Seiten der Hauptfigur. Und da konnte man dann sagen, okay, wenn man wirklich nicht zu dieser Generation AfD-Wähler gehört, dann und halt seinen Kopf anstrengt und weiß, der Regisseur wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Dann konnte man Monsieur Claude und seine Töchter noch guten Gewissens gucken und sich halt über die aufregen, die an den falschen Stellen auf eine falsche Art und Weise lachen. Hier ist es halt wirklich nur ein Abfeuern an rassistischen Kommentaren, die nie in irgendeiner Form unterwandert werden. Es gibt irgendwann eine Szene, wo die Hauptfigur von Christian Clavier gespielte Hauptfigur einem Flüchtling mit einer Schaufel vor den Schädel haut, weil er denkt, er ist ein Terrorist. Das sind Sachen, wo ich mir denke, ey, wir brauchen nicht päpstlicher sein als der Papst. Wenn Gags gut sind und man merkt, die Macher haben sich hier Gedanken gemacht und da steckt keine politische Agenda hinter, was man bei Monsieur Claude 2 aber manchmal denken könnte, dann kann man auch wirklich gut gerne derbe Gags machen. Aber Monsieur Claude 2 versagt einfach auf allen Ebenen und deshalb diese Woche wirklich so, oder generell in diesem Jahr so mit einer der schlimmsten Filme, die man sich angucken kann.
Deshalb, wenn ihr den Humor des ersten Teils mochtet und wisst, dass man, wie man das zu nehmen hat, was in diesem Film passiert, dann guckt euch gerne nochmal Teil 1 an. Ich weiß, der wurde jetzt nochmal auch irgendwie extra auf den Markt gebracht, glaube ich, im Zuge des Releases von Teil 2. Aber Monsieur Claude 2, da sitzt man am Ende wirklich nur fremdschämt im Saal und da sage ich mir, nee, das braucht man sich nicht geben. Deshalb Monsieur Claude 2, absolut keine Empfehlung von mir. Ihre Familien sind aber auch immer für eine Überraschung gut. Entschuldigung, bitte. Fridolin muss viel disziplinierter werden. Wie sehen Sie denn seine Chancen? Ich sehe Fridolin auf jeden Fall nicht als Gymnasiast. Vielleicht liegt es aber auch an Ihrem Unterricht. Du musst das schaffen. Und dazu musst du dich jetzt halt auch mal anstrengen. Habe ich doch gar keine Zeit mehr zum Spielen. Hallo Frido, ich bin dein Spiegelbild. Da bin ich. Zu deinen Diensten. Ich bin perfekt. Kommen wir zu einem deutlich angenehmeren Film diese Woche. Und zwar ein Film von dem Regisseur, der vor kurzem erst einen Film gemacht hat, den ich euch vorgestellt habe, wenn ihr euch vielleicht an Trautmann erinnert. Ich verweise da auf die Ausgabe, ich glaube vor 3 Wochen. Da habe ich Trautmann vorgestellt, der mir nicht so gut gefallen hat aus verschiedenen Gründen. Das könnt ihr, wie gesagt, dort nachschauen. Er hat jetzt mit unheimlich perfekte Freunde ein sehr charmantes Familien- und Kinderabenteuer inszeniert. Worum geht es? Es geht um einen Schüler, der nicht so gut in der Schule ist und deshalb auch immer wieder mit seinen Eltern aneinander gerät. Irgendwann streitet er sich mal wieder sehr, sehr schlimm mit ihnen und flieht auf einen Jahrmarkt, der in der Stadt ist. Dort entdeckt er ein Spiegelkabinett und ja, dieses Spiegelkabinett hat die Eigenschaft bzw. kann von der Person, die in dieses Spiegelkabinett oder in diesen Spiegel reinguckt, eine Kopie machen, eine perfekte Kopie. Und das ist für den Jungen natürlich sehr, sehr, das ist natürlich sehr faszinierend, weil er könnte diesen Klon, der dadurch entsteht, der könnte halt eben als perfektes Ebenbild des Jungen dienen und ab sofort dafür sorgen, dass er nicht mehr schlecht in der Schule ist. Und das ist natürlich schon eine ziemlich interessante Idee. Es klingt sogar ein kleines bisschen wie ein, kann ich das verraten? Nein, aber es klingt ein bisschen wie ein anderer Film, der aktuell in den Kinos zu sehen ist. So, unheimlich perfekte Freunde. Es klingt natürlich alles auch ein bisschen klamaukig und das ist der Film auch, denn es ist schon klar ein auf eine jüngere Zielgruppe abgestimmter Film, wo man halt sagen muss, okay, man kennt das. Kinderfilme haben auch gerne mal Slapstick-Einlagen, die sind vom Humor einfach im Großen und Ganzen nicht so ausgereift wie Komödien und Unterhaltungsfilme für Erwachsene. Das ist bei Unheimlich perfekte Freunde auch so, aber er ist in der Inszenierung sehr charmant. Denn ich musste immer wieder an klassische Independent-Produktionen denken. Ich musste an den Regisseur unter anderem von Der Schaum der Tage denken oder an Die fabelhafte Welt der Amelie. Das sind der Regisseur heißt Michel Gondry, sollte vielleicht auch noch den Namen sagen. Und der macht eben Filme, die sehr verspielt sind, die sehr träumerisch sind. Und dieses verspielt-träumerische hat eben unheimlich perfekte Freunde da auch. Also wir müssen uns teilweise einfach nur das Setting angucken. Ein sehr interessantes oder auch sehr wichtiges Setting für die Schüler hier ist beispielsweise ein leerstehendes Schwimmbad, wo die einfach immer mal wieder Filme drehen, Zombie-Filme. Und das ist super witzig. Also es ist nicht nur dieser klassische Schulfilm, wo man halt einen Großteil der Zeit wirklich in der Schule verbringt, sondern wir haben viel Zeit bei dem Jungen und bei den Freunden, was sie in der Freizeit machen, was sie zu Hause machen. Und da hat man halt, grätscht halt irgendwann dieser Klon dazwischen, weil das Ganze irgendwann aus dem Ruder läuft. Es sind tolle Szenen, wenn beide Jungen in einer Szene zu sehen sind, die sich die ganze Zeit abwechseln, weil es immer wieder wahnsinnig witzig ist, auch zu sehen, dass dieser Klon total unbeholfen ist in seiner ganzen Art. Er ist zwar ein riesiger Streber und hat ganz viel Wissen, aber er ist in seiner Art, mit Mitmenschen zu interagieren, total unbeholfen. Und das ist wirklich sehr, sehr witzig. Wie gesagt, er sieht toll aus, er hat wirklich so ein verspieltes Flair, das diesem trockenen deutschen, diesem immer gleich ausgeleuchteten Setting von regulären
Kinderfamilienfilm, die man halt in Deutschland gerne hat. Das widerspricht dem total. Da ist wirklich wahnsinnig viel Aufwand hinter. Und auch wenn es gegen Ende hin immer so ein bisschen, es geht, wird immer so ein bisschen mehr drüber. Also es wird immer unrealistischer. Man hat so den Eindruck, die wussten nicht so genau, wie sie ihren Film beenden sollen. Und deshalb schlagen sie einfach immer weiter über die Stränge. Das ist, da muss man sich so ein bisschen mit anfreunden. Ich finde, der lässt zum Ende hin so ein bisschen nach, weil er dieses Kleine und Intime so ein bisschen verlässt. Aber es ist trotzdem wirklich ein sehr schöner, lustiger Film, der, wo man am Ende rausgeht, glaube ich, gerade so als Schüler, und man nimmt sich mit als Botschaft zu sagen, okay, ich muss nicht perfekt sein, um glücklich zu sein. Denn das ist so die Kernaussage, weil der Junge oder generell alle Schüler, weil irgendwann geht es halt dahin, dass sie alle das Spiegelkabinett entdecken und dann denken sie sich so, hey, ist ja schon cool, wenn wir nicht selber zur Schule müssen, deshalb lassen sie halt alle Klone von sich machen. Und das gerät dann irgendwann so aus dem Ruder, aber zu viel möchte ich auch nicht verraten. Und am Ende geht man, glaube ich, mit der Botschaft raus, was ich gerade sagte, so, man muss nicht perfekt sein, um glücklich zu sein. Und das ist, glaube ich, wirklich eine wirklich wahnsinnig schöne Botschaft für die Zielgruppe. Und deshalb sage ich ganz klar, Unheimlich perfekte Freunde. Habt ihr vielleicht noch gar nichts von gehört, dass der diese Woche erscheint? Ich war doch wirklich sehr angetan von ihm. Hier passt wirklich einfach sehr, sehr viel zusammen. Und man hat nicht das Gefühl, man sitzt in diesen, was ich schon sagte, in diesen allen gleich aussehenden deutschen, überproduzierten Kinderfilm. Deshalb Unheimlich perfekte Freunde von Markus H. Rosenmüller. Klar, sein besserer Film dieses Jahr nach dem nur geht so, nicht so guten Trautmann. Deshalb traut euch doch einfach in Unheimlich perfekte Freunde. Die Klasse ist auf einmal so. Wir müssen unsere Klasse retten. Yes! Leopold! Fetzt nicht das Ding, sorry. Kommen wir an dieser Stelle zur wiederkehrenden Kategorie in diesem Format, denn auch diese Woche möchte ich euch natürlich von den aktuellen Kinocharts berichten, wobei man an dieser Stelle sagen muss, es gibt so noch so kleine Unsicherheiten, gerade so auf den hinteren Rängen, denn auf Platz 5 haben wir aktuell zwei Dokus, die sich um diese Platzierung streiten. Das ist einmal Free Solo, worüber ich mich sehr, sehr freue, denn der Film startet nur so vereinzelt in den Kinos. Er hat schon eine ziemlich hohe Kopienanzahl, aber er startet halt immer nur so zur Eventprogrammierung. Und deshalb, das ist jetzt schon die zweite Woche, in der er läuft und hat immer noch ein sehr, sehr hohes Standing, hat kaum verloren im Vergleich zu letzter Woche. Deshalb Free Solo ist genauso auf dem 5. Platz aktuell. Das zeichnet sich, wie gesagt, vermutlich in den nächsten Tagen noch so ein bisschen ab, wer da tatsächlich stärker ist. Denn auch die Dokumentation, die Konzertdokumentation Weil du nur einmal lebst von den Toten Hosen hat einen ähnlichen oder ist ähnlich gut aus den Startlöchern gekommen. Und ich habe sie leider nicht gesehen, deshalb kann ich da nicht mehr viel zur oder deshalb kann ich da nichts zur Qualität sagen. Aber auch hier lohnt sich einfach diese zentrierte Veröffentlichung und ich glaube, das zeichnet sich gerade so ein bisschen ab, dass man da in Zukunft öfter davon profitieren wird, dass wirklich, wenn ein Film in so kurzem Zeitraum in die Kinos kommt und wirklich nur so vereinzelt, dass die Leute, die sich dann aber wirklich auch dafür interessieren, ins Kino gehen. Deshalb glaube ich, da wird man in Zukunft mit rechnen können, dass das häufiger so praktiziert wird. Auf Rang 4 haben wir Die Goldfische, ein Film, der im Vergleich zur letzten Woche ebenfalls kaum eingebüßt hat. Ich war beispielsweise diese Woche einfach mal so regulär in den Kinos oder im Kino und habe dann abends festgestellt, dass der Film wirklich gut besucht wird und dann auch teilweise wirklich zu nah am Ausverkauft ist, was mich sehr freut, denn das ist wirklich ein durchaus netter Film. Auf Platz 3 haben wir, und da kann ich mich natürlich auch nur freuen, einen Horrorfilm so weit oben in den deutschen Charts. Ich bin ein bisschen überrascht, dass der auch nur wenig eingebüßt hat, weil ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass der Trailer da etwas anderes verspricht, als die Zuschauer am Ende bekommen haben. Ist aber nicht der Fall, offenbar. Das heißt, ich freue mich da wirklich sehr. Auf Platz 2 haben wir Captain Marvel, hat längst die Millionen überschritten, ist glaube ich momentan so bei 1,3, 1,4 irgendwie so in dem Dreh und ist damit der erfolgreichste erste Film
eines Helden, also die erfolgreichste, eines Marvel-Helden, also die erfolgreichste Origin-Story eines Marvel-Helden, das wollte ich sagen. Und auf Platz 1, das Remake, das Disney-Remake von Dumbo, mit etwas mehr als 200.000 Zuschauern, könnte ein bisschen mehr sein, meiner Ansicht nach, aber was will ich mehr, Platz 1 für Tim Burtons Interpretation von Dumbo. Und ich gehe stark davon aus, dass diese Position dem Film streitig gemacht wird in der nächsten Woche. Und zwar von dem Film, den ich euch jetzt zeigen möchte. Aber schaut euch erstmal an, welchen ich meine. Du bist von Pflegefamilien in 6 Countys weggerannt. Ich kann selbst auf mich aufpassen. Wenn du 18 bist, gib den Leuten eine Chance. Denn sie geben dir auch eine. Das ist Billy Batson. Sorg dafür, dass er sich hier zu Hause fühlt. Sie scheint nett zu sein, aber glaub das ja nicht. Hier geht's echt Game of Thrones-mäßig ab. Alter, ich verarsch dich nur. Jetzt denkst du, wie bist denn du drauf? Du bist ein behindertes Pflegekind, du hast doch alles. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Alle Wellen fliegen. Und weißt du warum? Damit sie von diesem Gelaber wegfliegen können? Nein, weil Helden fliegen. Muss deine Fake-Familie dich jetzt verteidigen? Hey! Mann, das tut mir echt leid. Los, 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 schnappt ihn euch! Was sind wir? Billy Batson. Und da steht er nun, Billy Batson, vor dem Wendepunkt seines Lebens. Denn eigentlich ist er ein Superheld mit dem Namen Shazam. Denn Shazam, der neueste DC-Superheldenfilm, der früher übrigens Captain Marvel hieß, was total weird ist, kommt jetzt in die Kinos und das ist meiner Ansicht nach hervorragend, denn hierbei handelt es sich meiner Ansicht nach um den besten DC-Film seit The Dark Knight Rises. Und wenn man mal überlegt, was seitdem so in die Kinos kam aus dem DC Extended Universe, dann war das so einiges und dann heißt es auch schon was. Worum geht's im Shazam? Wie gesagt, um einen kleinen Jungen, der überraschend zu Superheldenkräften kommt, denn er wird ausgewählt von einem großen Magier, eben Superheldenkräfte zu bekommen und Superheld zu werden. Ich glaube, mehr muss ich nicht verraten, mehr möchte ich auch gar nicht verraten, weil eine große Qualität dieses Films die ist, ohne dass man hier jetzt mit großen Twists oder so weiter rechnen muss, aber eine große Qualität dieses Films ist, dass, wenn man ihn guckt, man wieder das Gefühl hat, man ist so begeisterungsfähig und so voller Euphorie, wie man als kleines Kind war, wenn man einen Superheldenfilm gesehen hat. Und ich denke mal, das ist heutzutage unglaublich viel wert, wenn man nämlich eben schon so viele Superheldenfilme gesehen hat. Ich meine, man muss mal überlegen, dieses Jahr kommt mit, ich glaube, Avengers Endgame ist irgendwie der 21. oder 22. Film aus dem Marvel Extended, aus dem Marvel, bin ich doof? Marvel Cinematic Universe, Herrgott nochmal. Also man muss sich mal vorstellen, wie Filme allein Marvel rausgeballert hat und dann nimmt man noch die DC-Filme dazu. Also es ist fast irgendwie nachvollziehbar, dass sich so eine gewisse Comic-Film-Verdrossenheit einfach eingestellt hat. Und meiner Ansicht nach ist Shazam der Film, der dagegen anwirkt und das freut mich wahnsinnig. Denn klar, wir haben durchaus auch so eine klassische Superhelden-Story, denn wir haben einen guten Shazam und wir haben einen bösen, gespielt von Mark Strong. Und irgendwann im Film kämpfen die gegeneinander. Man muss aber ganz klar sagen, es spricht einfach wahnsinnig für sich, dass das der schwächste Teil in einem Superheldenfilm ist. Also der Kernpunkt oder der Kern eines Superheldenfilms, in diesem Fall Shazam, ist der schwächste. Denn was viel, viel stärker ist, ist alles drumherum. Wir haben nämlich eine sehr charmante Familiengeschichte, die sich nicht in einer, ich sag mal, in einer blutsverwandten Familie abspielt, sondern es geht hier um Pflegefamilien. Ein sehr, sehr wichtiger Teil in Shazam ist der Teil, der sich damit befasst, dass Billy Batson in eine Pflegefamilie kommt. Und diese ganzen Beziehungsgeflechte innerhalb dieser Pflegefamilie, also wir haben eine Familie, die sehr viele Pflegekinder aufgenommen hat, das ist so der eine Teil. Dann haben wir eben dieses Coming of Age mit Billy und mit seinem besten Freund Freddy. Die beiden sind einfach super zusammen. Die beiden sind beste Freunde oder werden es im Laufe des Films. Freddy ist total
Kultur- und Popkultur-affin. Das heißt, er kennt die ganzen Regeln von Superheldenfilmen und geht aber nicht so an unangenehmen Meta immer wieder darauf ein, was Billy da gerade durchlebt als Superheld wider Willen, sondern er kommentiert und sieht sich das an mit eben diesen kindlichen Augen der Begeisterung, und das finde ich wahnsinnig toll. Also wir haben einmal den Familienaspekt, wir haben den Freundschaftsaspekt, wir haben natürlich den Coming-of-Age-Aspekt und dann haben wir den Superheldenaspekt, und aus denen setzt sich eben Shazam zusammen. Und für mich, als ich aus dem Kino gegangen bin, mich erinnerte Shazam am ehesten noch tatsächlich an Spider-Man Homecoming aus dem Marvel-Universum. Denn auch da hatte man Highschool-Comedy, die sich eben ins Marvel-Universum so reingeschlichen hat. Und jetzt haben wir halt eben Shazam, der so eine angenehm kleine Geschichte erzählt. Also klar, wir haben auch am Ende wieder diesen epischen Kampf zwischen Gut und Böse, wobei man da schon sagen muss, es ist nicht dieses Zack Snyder over-the-top CGI-Gewitter, sondern das ist hier alles schon in einem wesentlich kleineren Rahmen. Die Effekte sind wirklich gelungen. Der Humor ist allein durch die Thematik, dass ein kleiner Junge Superheldenkräfte hat und nicht nur er, sondern also nicht nur die Kräfte hat, sondern plötzlich halt auch eben ganz anders aussieht, nämlich diesen Körper von Zachary Levi hat, der total muskelbepackt ist und er weiß überhaupt nicht, wie er mit diesem Körper umgehen muss. Dadurch entwickelt sich alleine schon so eine interessante Dynamik und ein wahnsinnig charmanter Humor. Und klar, das wird zum Teil auch ein bisschen albern, weil sich dieser Humor sehr auf das Alter der Kinder konzentriert, so alt wie die Kinder im Film eben sind. Also das wird zum Teil ein bisschen albern. Das ist so ganz anders als das, was man von DC zuletzt gesehen hat. Und mir hat es, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, der ist toll gespielt. Gerade Zachary Lee, weil der ein wahnsinnig tolles Comedy-Timing und ein sehr, ja, wirklich gutes Körpergefühl einfach hat, indem er halt eben hier wirklich einen kräftigen, körperlich muskelbepackten Helden verkörpert, der aber überhaupt eben halt nicht weiß, wie er so richtig damit umgehen muss. Das ist schon wirklich sehr charmant, das ist sehr lustig. Wie gesagt, man kann so ein bisschen kritisieren, diesen ganzen Aspekt. Warum muss es wieder einen Kampf zwischen Gut und Böse geben? Das verstehe ich nicht. Zumal Mark Strongs Figur auch nicht so der hat nicht die beste Motivation. Er ist eigentlich nur ein Gefäß für andere böse Wesen. Und er hat wieder so dieses Weltherrschaftsding im Kopf und muss deshalb Shazam vernichten. Es ist nicht so wirklich überzeugend. Ich denke mir, man kann einen Superheldenfilm eben auch mal ohne Bösewicht machen. Aber gleichzeitig denke ich mir, gut, wenn ich argumentiere, man sieht sich so einen Film mit kindlicher Begeisterung an, dann möchte ich als Kind oder als jemand, der noch nie einen Superheldenfilm gesehen hat, möchte ich natürlich auch sehen, dass hier ein Bösewicht dabei ist. Und ich bin fast wieder versöhnt, wenn ich halt eben sehe, Entschuldigung, bin fast wieder versöhnt, wenn ich dann eben sehe, dass Billy Batson alias Shazam sich dann wieder so freut und sagt, oh Gott, du bist der Bösewicht. Irgendwie war das alles unglaublich charmant. Ich war sehr angetan von Shazam und freue mich einfach, das auch mal wieder über einen DC-Film sagen zu können, auch wenn ich sagen muss, es gibt am Ende eine Szene, wo man mehrere Superhelden auf einmal sieht, die man vorher noch nicht kannte. Und da habe ich mich dann gefragt, warum habt ihr aus denen nicht die Justice League gemacht? Man hätte erst Shazam auf den Markt bringen können und dann hätte man daraus die Justice League formen können. Das wäre so viel runder geworden und ich glaube, dann hätte man den Leuten, die mit DC schon so ein bisschen abgeschlossen haben, den hätte man halt eben wirklich ja, präsentieren können, dass es eben auch anders geht. Da denke ich mir, das ist wirklich, wirklich verschenktes Potenzial. Aber im Großen und Ganzen, ich bin sehr angetan von Shazam. Ich freue mich total über den Film. Ich werde ihn auch noch mehrmals, oder was heißt mehrmals? Ich werde ihn mindestens noch einmal privat mir im Kino anschauen und schauen, wie er auch so beim normalen Publikum ankommt. Und ja, freue mich einfach, das wieder mal über einen DC-Film sagen zu können. Sit down. Das lässt sich wohl kaum ausbeulen. Dein Handy ist geladen. Was soll der Scheiß? Du bist ein Bösewicht, oder? Shazam! Gentlemen! Du bist gegen Kugeln immun, Alter! Ich bin kugelsicher, Wahnsinn! Ihr seid tot. Entschuldigung wegen dem Fenster, schönen aber Abend noch. Wenigstens wurden sie nicht ausgeraubt. Oh hey, was geht? Ich bin ein Superheld.
Das war es dann auch schon wieder mit dieser Ausgabe. Ich merke, es wird so immer kribbeliger bei mir im Gesicht. Deshalb beeile ich mich jetzt mal schnell mit dem Ranking, denn das ist diese Woche ziemlich eindeutig. Wir haben auf Platz 4 Monsieur Klo 2. Dann kommt lange, lange, lange nichts. Dann würde ich mir anschauen Friedhof der Kuscheltiere. Dann würde ich mir anschauen Unheimlich perfekte Freunde und mit großem Abstand Shazam. Und damit war es das in dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wisst jetzt, für welchen Film ihr euer Kinogeld ausgeben müsst. Und damit verweise ich an dieser Stelle nochmal rasch auf redcarpet.com. Da erfahrt ihr alles weitere über aktuelle Kinostarts und noch viel mehr. Und dann verabschiede ich mich und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin.